In diesem Video zeige ich euch den Chairspin. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wie der Griff funktioniert. Der innere Arm greift weit oben, der äußere Arm greift weiter unten und drückt euch von der Stange weg. Ihr könnt jetzt auch einmal versuchen, die Füße nacheinander vom Boden abzuheben. Dies ist aus dem Stand jedoch viel schwieriger als dann in der Drehung selbst. Um Schwung zu bekommen, streckt ihr euer äußeres Bein aus und lasst euch mit eurem Körpergewicht nach vorne fallen. Dabei bringt ihr eure äußere Hand an die Stange und drückt euch weg. Bringt dann das äußere Bein neben das innere und winkelt beide Beine an. Achtet am Schluss noch auf eine schöne, saubere Landung auf den Zehenspitzen. Landet am besten im 90-Grad-Winkel der Beine, dann habt ihr es am einfachsten aufzustehen. Zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Variationen des Chairspins. Bei der ersten Variante überschlagt ihr das äußere Bein über das innere. Bei der zweiten Variante lasst ihr das äußere Bein gestreckt, während das innere angewinkelt ist. Und bei Variante 3 habt ihr beide Beine gestreckt.